Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Küken des Orionbox von Frittenbude. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Küken des Orion von Frittenbude, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl! Es ist eine schwarze Box mit weißem Aufdruck, dem Bandnamen. Also eine sehr schlicht gehaltene Box. Hier unten haben wir noch einen gelben Sticker. Hier lesen wir Küken des Orion 2 CD Digipack inklusive Gänsemuseum EP, Freundschaftsbändchen, Pommessocken, zwei Aufnäher, Sticker, Poster, Klick-Klack-Dose und Postkarte. Also der Inhalt, der klingt schon mal ziemlich spannend. Dann würde ich sagen, wir holen das Ganze mal aus der Folie. Und dann haben wir auch den Sticker hier weg. Und so sieht dann die Box aus. Also wie gesagt, klassisch in schwarz gehalten, mit weißem Aufdruck hier vorne. Also wirklich vom Artwork sehr minimalistisch, rundum in schwarz. Auf der Unterseite, auf dem Boden, gibt es dann nochmal den Inhalt aufgelistet, den wir auch schon auf dem Sticker gesehen haben. Und dann haben wir noch einen Barcode und das Logo des Labels. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Es ist eine Klappbox, bedeutet der Deckel ist nicht abnehmbar. Und zwar haben wir hier tatsächlich, wie beschrieben, Pommessocken. Dann haben wir einen Patch. Einen zweiten Patch, das Album an sich, einen Sticker, das ist dann wohl die Klick-Klack-Dose, eine Postkarte, ein Bändchen und ein Poster. So, von innen die Box komplett in schwarz. Und was auch auffällt, ist, dass hier gar keine Folie dabei ist. Also wirklich kein einziger der Boxinhalte hat hier irgendwie Plastik oder Folie drumherum. Bedeutet, wir starten direkt mit dem Album und müssen hier nichts mehr aus der Verpackung schneiden. So sieht das aus. Also auch hier wieder sehr minimal gestaltet. Frittenbude, Küken des Orion. Ja, und hier hinten gibt es eine leichte Beschädigung, wie ich gerade sehe. Schade. So, das lässt sich ja aufmachen. Also es ist so wie ein Pappschuber, wie so ein separates Cover, wie so eine eigene Hülle nochmal für das Album. Und hier kommt dann ein Digipack zum Vorschein. Das ist die Vorderseite, scheinbar. Er ist generell sehr eigenartig gestaltet irgendwie, weil normalerweise gehen ja Digipacks hier links zusammen und dann eben so aufzuklappen, hier genau umgekehrt. Wir haben hier so einen, ich glaube Alpaka ist das, ein Alpaka-Kopf. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 13 Stück sind es geworden und wir haben hier ein Feature von Dirk von Lozo und Gänsemuseum, die Bonus-EP. Hier sind Features mit drauf von Anne und James Reindeer. Okay. Also das erste Feature ist mir ein Begriff, die anderen zwei, nein, drei sind sogar Saalschutz, also die anderen drei Features nicht. So sieht das von der Seite aus, Frittenbude, Küken des Orion. Gut, dann schauen wir mal ins Innenleben. So, wir haben hier zwei CDs, sieht fast so aus, als würde hier ein Post-it draufkleben. CD Nummer 1 sieht so aus, mit einem schwarzen Quadrat drauf und dann haben wir hier dann die Bonus-EP Gänsemuseum und hier haben wir auch wieder so einen quadratischen Zettel drauf in diesem klassischen Post-it-Gelb und dahinter sehen wir scheinbar mehr. Beziehungsweise, wenn ich es genau sehe, sehen wir hier tatsächlich irgendwie nackte Frauen im Meer. Also die Dame und die Dame sehen mir ziemlich nackt aus. Die, die hier schwimmt, gut, das kann man nicht beurteilen. Wir sehen nur den Kopf. Also interessantes Artwork. Auf der linken Seite haben wir dann noch ein Booklet, das ist ziemlich dick. Okay,
Also schwarz-weiß gestaltetes Booklet mit Fotos und den Lyrics. Bedeutet, hier ist wirklich jeder Track Wort für Wort abgedruckt. Und zu jedem Track gibt es dann auf der linken Seite immer ein passendes schwarz-weiß Bild. Hier unter anderem eine Gans. MDMA. Ah, und sogar die Bonustracks, also die der Bonus-EP, sind hier auch mit Lyrics festgehalten. Nicht schlecht. Also dürfte es das hier, nachdem wir auch hier keinen Barcode drauf hatten, oder? Moment. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es diese Version hier wirklich nur in der Box gibt. Dieses Digipack mit Album und Bonus-EP. Und nachdem man das so verkauft hat, gibt es hier auch das Booklet, wo auch schon die Bonus-EP drin erfasst ist. Das hat man gut gelöst. So, jetzt ist nur die Frage, ob wir das wieder zusammenbekommen. Ja. Dann machen wir das Ganze wieder zu. Ups, falsch rum. Alpaka, Alpaka. Und dann packen wir das wieder in die dafür vorgesehene Hülle. Wenn es reinpasst. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Dann kommen wir zu den Socken. Zu den Pommes-Socken. Die sind etwas dicker. Also fühlen sich echt etwas... Ja doch, etwas dicker an. Und wir haben hier wirklich Pommes all over. Also die kompletten Socken sind hier in diesem Pommes-Design. Oben ein weißer Bund. An den Socken, an den Fersen. Und vorne an der Spitze in diesem Weiß gehalten. Aber ansonsten wirklich alles Pommes-mäßig. Die Größe, ja, wahrscheinlich so eine Einheitsgröße, keine Ahnung. 41 bis 43 würde ich jetzt mal rein so von der Optik deuten. Steht hier leider nicht dabei, ist auch kein Zettel oder irgendwas beigelegt. Aber ja, hier hat man ein paar Pommes-Socken. Damit ist man auf jeden Fall der Star dann, wenn man die dann zum Anzug trägt. Oder auch zu anderen Kleidungsstücken. Dann haben wir ein Freundschaftsbändchen mit Frittenbö, lesen wir hier. Ansonsten hier so in schwarz-weiß in so einem Pfeildesign. Ist ein klassisches Festivalbändchen, ihr kennt das. Hier mit diesem Plastikverschluss dann entsprechend an euer Handgelenk anpassen. Eine Postkarte ist mit dabei. Was lesen wir hier? Urlaub in Bayern. Okay, wir haben hier einmal eine Wiese mit Wild drauf. Dann eine Frau, die hier scheinbar Bolognese oder irgendwelche Spaghetti isst. Und dann haben wir hier noch ein Atomkraftwerk. Also sieht so aus wie der Kühlturm eines Atomkraftwerks. Und hier dann noch eine Satellitenschüssel, die an einem Baum hängt. Ja, interessante Einblicke in Bayern. Und dann haben wir hier eine Postkarte. Also Postkarte im Querformat. Zwei Patches, zwei Aufnäher sind dabei. Einmal dieser hier. Das dürfte wohl das Küken des Orion sein. Was lesen wir hier noch? Aufnäher4u.de, okay. Und dann auch dieser hier, Frittenbude, Army of Küken, established 2006. Ja, sieht ein bisschen so aus wie so Luftwaffe oder NASA im Weltraum. Interessant. Zwei Patches kreisförmig. Ebenso kreisförmig ist der Sticker hier, Rave ist kein Hobby. Also ein Sticker hier auch wieder mit diesem Alpaka-Schädel. Dann die Klick-Klack-Dose. Hier haben wir auch wieder einen Alpaka abgebildet. Frittenbude lesen wir hier rundherum. Und diese Klick-Klack-Dose geht dann hier auf, indem man hier oben auf den Deckel drauf drückt. Dann gehen hier seitlich diese einzelnen Elemente auseinander. Dann kann man hier reinschauen. Hier ist nichts weiter drin. Also hier kann man Medikamente oder irgendwelche Kaugummis, was auch immer drin, reinmachen. Und wenn man dann auf der Seite drückt, verschließt sich das Ganze wieder. So, und... Als letztes haben wir hier dann noch ein Poster mit dabei. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ja, was soll ich dazu sagen? Also genauso schlicht wie auch die Box wurde auch dieses Poster hier designt. Und zwar lesen wir hier oben. Wir sind nicht immer dagegen, aber auch selten dafür. Frittenbude. Und ich glaube, es ist mit Abstand das schlichteste Poster, das ich je in einer Box vorgefunden habe. Es ist tatsächlich einfach ein weißes Poster mit diesen zwei schwarzen Sprüchen hier oder mit diesen zwei Teilen eines Spruchs. Und hier unten noch der Bandname
und die Rückseite ist blank weiß. Also einseitig bedruckt im Hochformat. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dann der Sticker, kreisförmig. Dieses Metalldöschen hier, diese Klick-Klack-Dose. Die Patches, beide kreisförmig in unterschiedlichen Größen und Designs. Die Postkarte im Querformat. Das Freundschaftsbändchen, dieses Festivalbändchen. Die Pommessocken, also zwei Socken hier im Pommes-Design. Und natürlich im Digipack, in diesem kleinen Schuber hier, das Album an sich und die Bonus-EP Gänsemuseum mit 13 Tracks auf dem Album und 5 Tracks auf der Bonus-EP, also insgesamt 18 Stück. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Küken des Orion von Frittenbude. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn die Musik feiert, falls ihr Frittenbude unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.